Freut euch auf seinen Vortrag. Mehr Harmonie, weniger Stress für euch. Daniel Dudek. Yo, yo, yo. Also an dieser Stelle wollten wir euch einfach mal 40 Minuten wirklich reinen Inhalt ohne Spiele bieten, damit wir Spaß haben, aber auch einen großen Mehrwert schaffen können. Und in diesem Part möchte ich mit euch zu Hause über das Thema Gedanken reden. Sprecht doch mal kurz zu Hause miteinander, wie viel Gedanken denkt der Mensch am Tag? Vielleicht denkst du dir jetzt, was hat denn jetzt Familienharmonie und weniger Stress zu Hause mit Gedanken zu tun? Das werden wir noch rausfinden. Also, wie viel Gedanken denkt der Mensch am Tag? Unterhaltet euch mal. So, und jetzt können wir ja einfach mal hier vielleicht irgendjemand hier aus der Regie, mag mal einer reinrufen, was sind eure Einschätzungen, wie viele Gedanken denkt der Mensch am Tag? Ja, gut, da kam schon die richtige Antwort. Man hat euch aber nicht gehört. Es sind zwischen 40 und 70.000 Gedanken, die der Mensch am Tag denkt. Ich wiederhole, 40 bis 70.000 Gedanken am Tag. Und wollen wir ehrlich sein? Da ist auch eine Menge Scheiß dabei. Man kann sagen, der Mensch kann nicht nicht denken. Der Mensch kann nicht nicht denken. Gut, möglicherweise kennst du jemanden, wo du dir denkst, doch, der kann es, der macht es, wir haben geheiratet. Aber auch der denkt, zwischen 40 und 70.000 Gedanken am Tag, alles, was wir tun, entsteht in unseren Gedanken. Und das meine ich jetzt an dieser Stelle gar nicht so krass, so irgendwie so, alles, was du dir denkst, wird wahr. Nee, so ist das jetzt an dieser Stelle nicht gemeint, wobei auch das tatsächlich zum Großteil eine Wahrheit enthält. Es beginnt alles mit unseren Gedanken. Wenn ich jetzt zum Beispiel denken würde, und ich übertrage das später alles auf das Thema Familienharmonie, ist das aber wichtig, dass wir einmal diese Grundlage alle kennen, dass ihr zu Hause wisst, worüber reden wir denn jetzt eigentlich hier, wenn wir vielleicht auch im Laufe des Abends weiterhin über das Thema Harmonie reden, über das Thema Selbstverwirklichung von Kindern, über das Thema Starkmachen von Kindern. Wir müssen verstehen, alles beginnt in unserem Kopf. Wir können nicht nicht denken. Wenn ich jetzt zum Beispiel denken würde, stellen wir uns mal vor, das wäre jetzt hier keine Fernsehshow, wo ihr nur zu Hause sitzt, sondern ihr wisst noch damals, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, da ist man so in Hallen gegangen, da waren viele Menschen und dann saß man ganz eng zusammen, kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen. Und jetzt stellen wir uns doch mal vor, ich hätte als Daniel Dudek die Idee, ich würde mal gerne ein Riesen-Event für Eltern machen. Ich aber denken würde, ich, Daniel Dudek, sehe zu jung aus, keiner nimmt mich ernst, außerdem das Thema Erziehung interessiert keinen. Wenn ich das denke, aber das Ziel habe, eine Veranstaltung zu machen, dann löst das ja etwas in mir aus. In diesem Fall nenne ich das gerne Kopfkino. In meinem Kopfkino, in meiner Fantasie sehe ich euch schon in der Halle sitzen. Ihr sitzt in der Halle und in meiner Vorstellung, in meinem Kopfkino, habt ihr alle keinen Bock auf diese Veranstaltung. Übertragen jetzt auf dieses Event hier, dieses Streaming-Event, hätte ich vorher gedacht, Eltern interessieren sich doch gar nicht dafür. Hätte ich ein Kopfkino gehabt, wie wir zum Beispiel irgendwelche Werbung machen, dann alles finanzieren und keiner kommt. Dieses Kopfkino macht aber etwas mit mir. Und mir ist jetzt wichtig, dass ihr das versteht. Es ist ja noch gar nichts passiert. An dieser Stelle, wo mein Kopfkino aktiv ist, ist noch nichts gewesen. Ich sitze zu Hause an meinem Schreibtisch und denke mir aus, lass mal ein Event für Eltern machen. So, in diesem Moment, wo ich negatives Kopfkino habe, macht das etwas mit mir. Es löst etwas in mir aus. Und ich denke, ihr könnt euch denken, was? Nämlich Gefühle. Ich fühle mich zum Beispiel ängstlich, verunsichert. Ich fühle mich nicht wertvoll genug, das Ganze zu machen. Und diese Gefühle, die ich dann haben werde, in diesem Fall ein negatives Gefühl, das wird man in meinen Handlungen merken. Also meine Gedanken kreieren Kopfkino. Dieses Kopfkino kreiert Gefühle und diese Gefühle werden sich in meinen Handlungen widerspiegeln.
Jetzt seid mal richtig verrückt, wir machen das einmal zusammen, weil das ist wirklich eine unbedingte Grundlage für mehr Familienharmonie zu Hause und wenn ihr Kinder stärken wollt. Meine Gedanken kreieren Kopfkino, welches sich in meinen Gefühlen widerspiegelt und somit meine Handlungen prägt. Und nur mal angenommen, ich würde glauben, ich, Daniel Dudek, ich bin zu klein, keiner nimmt mich ernst. Und dieser Gedanke, der ist bei mir gar nicht so weit hergeholt. Denn mit 12 sah ich aus wie 9, mit 16 wie 12. Ich hatte ein Problem. Alle meine Freunde hatten Freundinnen und einen Bart. Ich hatte beides nicht. Wenn du ein junger Mensch bist und merkst, alle haben Bartwuchs, nur du nicht. Wenn du merkst, alle kriegen Freundinnen, nur du nicht, dann macht das halt was mit dir. Du fühlst dich nicht sonderlich gut. Bei mir ging es dann leider so weit, dass ich irgendwann in ein bisschen falsche Kreise abgerutscht bin, ein bisschen doofe Dinge gemacht habe. Die Kehrtwende kam mit 19, ich wurde Erzieher, ich wurde Kampfkunsttrainer. Daraus ist dann auch starke Hormone ohne Muckis entstanden. Aber nur mal angenommen, back in the days, mit 12 wie 9, mit 16 wie 12, du denkst, du bist nicht gut genug. Und vielleicht sitzt du zu Hause und denkst dir, ja, auch ich kenne solche Gefühle. Manchmal denke ich, ich bin nicht gut genug und fühle mich entsprechend. Das ist genau die Wirkung von unseren Gedanken. Wenn ich jetzt also glaube, ich bin nicht gut genug und mich schlecht fühle, aber das Ziel habe, eine Veranstaltung zu spielen, dann werde ich angekündigt vielleicht. Also irgendwann, ich habe es mich doch getraut, ich mache das irgendwie, stehe hinter der Bühne. Dan sagt mich an und sagt, hier ist Daniel Dudek. Ja, wie benehme ich mich denn, wenn ich glaube, ich bin nicht gut genug und mich verunsichert fühle? Ich komme wahrscheinlich so raus. Ja, wo sollte ich mich hinstellen, Regie? Wo soll ich mich? Ja. Ha. Ha. Hallo, mein Name ist Daniel Dudek. Ich bin Experte. Das würdet ihr mir ja gar nicht glauben, weil meine Handlungen, die ich dann ausführe aufgrund meiner Gedanken und meines Kopfkinos, die wirken ja auf etwas, die wirken auf meine Umwelt, in diesem Fall wirken die auf euch. Ihr sitzt im Publikum, meinetwegen jetzt zu Hause, würde ich hier so stehen, weil ich so denke, klar, dann würdet ihr mich vielleicht noch respektvoll behandeln, aber ein Großteil von euch würde denken, Alter, ich habe gar keinen Bock auf den Typen. Dem soll ich jetzt zuhören, der kriegt keinen geraden Satz raus. Und dafür müsst ihr auch keine unfassbar schlechten Menschen sein, wir stecken Menschen in Schubladen, also auch du. Meine Umwelt, also ihr wirkt aber ja auch auf mich zurück. Stellen wir uns vor, ihr sitzt hier im Publikum. Ich komme so auf die Bühne, oh, ich traue mich nicht. Dann macht das ja was mit euch. Ihr habt auch keine Lust mehr auf mich. Und ich mache plötzlich, weil ihr im Saal murmelt, weil ihr rausgeht oder jetzt zum Beispiel den Stream ausschalten würdet, ich mache eine Erfahrung. Und diese Erfahrung ist deckungsgleich mit dem Grundgedanken. Wusst ich's doch. Ich sehe zu jung aus, keiner nimmt mich ernst. So, und wo entsteht das Problem? Das Problem entsteht ja nicht erst bei der Umwelt oder bei der Erfahrung, sondern es entsteht bei meinem Grundgedanken über mich und die Welt. Wie musst du zum Beispiel denken, dass du zu Hause häufig gestresst bist? Wie musst du denken, dass dich gewisse Dinge bei deinem Kind stören und nerven? Es ist nie die Welt, die das eigentliche Problem darstellt, sondern die Art, wie wir über die Welt denken. Denn nur mal angenommen, ich würde denken, ich, Daniel Dudek, ich sehe vielleicht jünger aus, als ich bin, aber ich bin ein wertvoller Mensch. Ich mag mich. Ich bin nicht perfekt und das ist gut so. Ich gebe mein Bestes und mag mich. Nur mal angenommen, ich würde diesen Gedanken denken. Ich hätte anderes Kopfkino über das, was gleich passiert. Ich würde euch im Publikum sitzen sehen und in dem Moment, wo ich euch da sitzen sehe und ja glaube, alter Schwede, ich bin ein wertvoller Mensch. Ich gebe jetzt mein Bestes. Das wird super. Fühle ich mich ja schon komplett anders. Und wenn ich mich anders fühle in dem Moment, wo ich rausgehe, wenn ich mich anders auf diese ganze Geschichte einstelle, dann handle ich ja auch anders. Dan sagt mich an, Daniel, du der Erziehungsrevolution, ich komme raus und denke mir, super, das wird Hammer. Ich bin vielleicht nicht perfekt, aber das ist ja auch okay. Ich wirke durch meine Handlungen ja auch anders auf meine Umwelt und ich mache eine andere Erfahrung. Und diese Erfahrung ist an dieser Stelle eben halt möglicherweise, hey, wusste ich's doch, ich bin ein toller Typ. Beides Mal ist es exakt dieselbe Situation. Ein Mensch, ich in einem Theater vor Publikum. Einmal wird es wahrscheinlich einen negativen Kreislauf geben, einmal einen positiven. Es liegt an der Art, wie ich denke. Also auch an der Art, wie du denkst.
Jetzt müssen wir einmal schauen, zwischen Gedanke und Gefühl gibt es eine konkrete Wechselwirkung. Zwischen Gedanke und Erfahrung, Entschuldigung. Nur mal angenommen, ich säße vor der Veranstaltung dort, hier sitzen hunderte Menschen, in der ersten Reihe, da vorne, säßen als Beispiel zwei junge Damen. Ich denke, ich, Daniel Dudek, bin ich gut genug. Ich sehe zu jung aus, kein Mensch nimmt mich ernst. Wer bin ich schon? Ich bin schlecht, ich bin schwach. Die sitzen da. Jetzt war ich aber bei einem Rhetoriktrainer. Der hat mir beigebracht, wie ich mich zu bewegen habe. Der hat mir gezeigt, da ist ein X, da gehst du hin. Stellt sich aufs X, gerade Körperhaltung. Und dann machst du zum Beispiel sowas wie, wer von euch hat schon mal erlebt? Ich weiß also technisch, wie ich einen Vortrag halten muss. Wenn ich aber denke, ich bin nicht gut genug, kein Mensch nimmt mich ernst, dann komme ich raus, Dan sagt mich an, ich habe gelernt, wie ich rhetorisch sauber arbeite. Eigentlich von außen betrachtet ist alles super, aber da sitzen zwei Personen. Und diese zwei Damen, diese zwei Frauen, die machen jetzt Folgendes. Die drehen ihre Köpfe zueinander, während ich rede, und fangen an zu sprechen. Wenn ich glaube, ich bin nicht gut genug, keiner nimmt mich ernst, was für eine Erfahrung mache ich denn dann in dem Moment? Ich sehe die Welt ja nicht, wie sie ist, ich sehe die Welt, wie ich denke. Und wenn ich denke, die beiden, also ich bin nicht gut genug, dann interpretiere ich doch in die Situation hinein, wusste ich's doch, ich bin nicht gut genug, keiner nimmt mich ernst. Guck mal, die tuscheln schon in der ersten Reihe. Objektiv betrachtet reden zwei Menschen miteinander, mehr passiert ja nicht. Noch objektiver betrachtet Muskelkontraktion im Nacken, Muskelkontraktion im Kiefer, Zunge und Stimmbänder bilden Laute, der andere oder die andere kann, oh Wunder, die Laute entschlüsseln. Das ist objektiv, was passiert. Ich interpretiere aber rein, ich bin zu schlecht, die nehme ich nicht ernst, die lästern. Es ist nicht die Situation, die das Gefühl in mir auslöst, sondern ich selbst, aufgrund der Art, die ich denke. Nur mal angenommen, ich würde denken, ich schaffe das schon, ich bin nicht perfekt und das ist gut so, aber hey, das wird super. Dann sehe ich dieselben zwei Frauen da vorne reden. Entschuldigung, ich werde gleich einen Hustenreiz möglicherweise bekommen. Möglicherweise aber auch nicht. Also, warum sollte ich mir weiter Gedanken dazu machen? Hey, es geht weiter. Auch das ist jetzt wieder eine Entscheidung. Und dasselbe gilt auch in der Familie. Wie entscheide ich mich denn die ganze Zeit? Für welche Gedanken? Ich meine das ernst. Ich habe gerade das Gefühl gehabt, ich kriege gleich einen ordentlichen Hustenreiz. Während mehrere tausend Menschen zugucken. Wofür entscheide ich mich? Wofür? Wofür entscheidest du dich zu Hause? Da ist eine Situation, dein Kind macht irgendwas, du merkst, boah, das triggert mich, Alter, aber übelst. Wofür entscheidest du dich? Denn es ist nicht die Welt, die die Gefühle in uns auslöst, es ist, das sind wir selber, es ist die Art, wie wir denken. Es ist die Art, wie wir denken. Du siehst die Welt nicht, wie sie ist, du siehst die Welt, wie du denkst. Und wir haben alle eine schwierige Zeit. Wollen wir doch mal ehrlich miteinander sein an dieser Stelle. Es ist nicht alles cool zur Zeit. Das kann ich auch nicht die ganze Zeit wegaffirmieren. Wir haben eine belastende Situation für viele Menschen in der Gesellschaft, auch für euch als Familien. Da will ich hier auch nicht so tun, hey, stell dich vorm Spiegel, schrei dreimal rein, mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut und dann ist weg. Ist ja Quatsch. Aber wofür entscheidest du dich? Worauf richtest du deinen Fokus? Du möchtest mehr Harmonie zu Hause, frag dich, wie muss ich denken, damit es besser wird? Und vor allem, wie muss ich denken, damit es schlimmer wird? Und damit sind wir beim Thema, was wir vorhin schon mal kurz hatten, beim Thema Selbstbewusstsein. Ich habe da gerade schon mal drüber geredet und ich mache es hier nochmal mit dieser Flipchart ein bisschen deutlicher. Selbstbewusstsein ist Folgendes. Und ich komme gleich zu den Gedanken zurück. Selbstbewusstsein ist, du hast in der Vergangenheit, oh jetzt fange ich an zu malen, oh ja, viel Spaß jetzt, ob wir das sehen, das soll ein Ohr sein, hören, fühlen, schmecken, das soll ein Mund sein. Und riechen. Oh ja,
Das ist toll. Das ist Kunst. Das sind unsere fünf Sinne. Wir haben in der Vergangenheit unseres Lebens etwas wahrgenommen über unsere fünf Sinne und daraus wurden unsere Erfahrungen, also auch deine Erfahrungen. Jetzt sagst du, gerade hast du doch noch erzählt, es ist die Art, wie wir denken, die zu den Erfahrungen führt. Klar, das liegt ja aber in der Vergangenheit. Hier reden wir jetzt davon aus, wir haben irgendwann in unserem Leben mal Erfahrungen gesammelt. Du hast Erfahrungen gesammelt. Dein Kind sammelt ständig Erfahrungen. Und diese Erfahrungen, das ist deine Persönlichkeit. Und deine Persönlichkeit, die besteht auch aus deinen Werten und vor allem auch aus, deinen Bedürfnissen. Liebe Auszubildenden, die gerade zuschauen. Ja, ich habe schon wieder angemalte Hände. wir haben Bedürfnisse. Dein Kind hat Bedürfnisse. Du hast Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse sind der Grund, warum du Gefühle hast. Jetzt sagst du, Dudek, willst du mir jetzt komplett nerven? Gerade hast du mir doch noch erzählt, dass es ja nicht die Welt ist, die unsere Gefühle auslöst, sondern unsere Gedanken und unser Kopfkino. Warum sind es jetzt auf einmal noch Bedürfnisse? Bedürfnisse haben wir Menschen die ganze Zeit. Ich zum Beispiel habe nicht das größt ausgeprägteste Bedürfnis nach Ordnung. Ich kenne Menschen, die sehen das anders. Und du vielleicht auch. Es gibt Menschen, die haben total das Bedürfnis nach Struktur. Ich bin nicht so. Ich liebe das Chaos. Ich liebe den kreativen Freiraum. Menschen sind Individuen. Das wollen wir häufig, sagen wir zwar immer, Kinder sind Individuen. Die sollen sich frei entfalten. Ja, das sagen wir meistens so lange, bis es mit unseren Bedürfnissen kollidiert. Und jetzt aktuell nimmst du ja auch etwas wahr. Also gerade jetzt sage ich zum Beispiel vielleicht Dinge zu dir. Und du hörst diese Dinge. Gut, die wirst du jetzt gerade jetzt nicht unbedingt, du kannst sie nicht greifen, weil ich jetzt nicht vor dir bin, aber du kannst sie hören. Was habe ich noch? Nicht Ohr. Du kannst sie hören. Du kannst es sehen. Im Alltag mit deinen Kindern, du hörst Dinge, du siehst Dinge, es passiert etwas. Und diese Wahrnehmung, die du aktuell hast, die machen etwas mit deinen Bedürfnissen. Die stillen deine Bedürfnisse. Also als Beispiel, dir ist total wichtig, dass es Ordnung gibt. Ordnung ist wichtig, weil Ordnung ist ja das halbe Leben. Also ist jetzt kein Satz von mir, aber könnte man ja so meinen. Dann kommst du ins Zimmer deines Kindes und da liegt Lego auf dem Boden. In dem Moment, wo dir Ordnung wichtig ist, stillt das nicht dein Bedürfnis. Du siehst Lego, dir ist aber Ordnung wichtig, du bist unzufrieden, weil dir ja Ordnung wichtig ist, aber auf dem Boden liegt Lego und das hat so nicht zu sein. Das heißt, kommt eine Person mit dem Wunsch nach Ordnung, mit dem Bedürfnis nach Ordnung in das Zimmer, wo was auf dem Boden liegt, fühlt es sich schlecht. Kommt aber eine andere Person in dasselbe Zimmer und da liegt genauso viel Lego auf dem Boden, fühlt diese Person nichts. Sie fühlt überhaupt gar nichts. Ich weiß, manche sitzen jetzt vorm Fernseher und denken sich so, nein, das kann gar nicht sein. Ordnung ist wirklich wichtig. Doch, es gibt Menschen, die fühlen da nichts bei, weil wir Menschen sind Individuen, nicht jeder hat dieselben Bedürfnisse. Das heißt, das, was du aktuell wahrnimmst, stillt entweder dein Bedürfnis oder es stillt es nicht. Und deswegen hast du Gefühle. So, dann kommen wir nochmal zurück zu dem Gedankenwirkungskreislauf. Heißt also, entweder du hast einen Gedanken, der deine Gefühle auslöst, weil... So, und ich weiß, jetzt wird es hier einmal ein bisschen deep, ist aber auch wichtig, weil hier zwischen sind deine Bedürfnisse. Ah, tolle Schrift, die ich hier am Tag lege. Hier noch zwischen sind Bedürfnisse. Wenn ich denke, keiner hört mir zu, fühlt sich das ja auch nur schlecht an, wenn ich das Bedürfnis habe, dass mir jemand zuhört. Wenn mir Aufmerksamkeit wichtig ist, wenn mir Aufmerksamkeit aber komplett wurscht ist, dann sage ich etwas, keiner hört zu und es fühlt nicht, ich fühle nichts. Also auch da ist es ja scheinbar wieder nicht die Tatsache, dass mir irgendein Mensch nicht zuhört, sondern dass ich ein Bedürfnis habe und ein Gedanke. Und deswegen ist es so entscheidend, dass du das für dich entweder zumindest mal in deinem Kopf reinlässt und es vielleicht auch mal ein bisschen durchkaust. Die Aussage, meine Kinder sind schuld daran, dass es aktuell so schwierig ist. Mein Ehepartner ist schuld daran, dass es schwierig ist. All das, was aktuell in der Welt passiert, ist schuld daran, dass es mir schlecht geht, ist verständlich, ich respektiere es, es ist aber fachlich nicht richtig. Das ist ungefähr so wie, wenn ich behaupte, die Erde ist flach zum Beispiel. Es gibt viele Fakten, die dagegen sprechen.
Jetzt kann ich das zwar behaupten, aber das macht es ja nicht besser. Wenn ich immer behaupte, die Menschen sind schuld daran, dass es mir schlecht geht, kann ich das zwar behaupten, aber das macht es halt nicht wahrer. Es sind unsere Gedanken und unsere Bedürfnisse, die dazu führen. Und jetzt möchte ich dich wirklich einmal bitten, zu Hause, kurz und knackig, eine Minute, wirklich zu überlegen, was stresst dich denn aktuell zu Hause? Was geht dir so dermaßen auf den Sack, dass du zum Hulk werden willst oder zur Hulkin? Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber gibt's bestimmt. Was nervt dich so dermaßen? Und dann frag dich eine Minute, entweder im Dialog mit den Leuten, mit denen du zusammensitzt, oder für dich alleine. Wie musst du denn denken, dass dich das so stresst? Und welches Bedürfnis wird die ganze Zeit nicht gestillt? Ich gehe jetzt hier mal kurz aus dem Bild. Wir lassen nur diese Flipchart für euch sichtbar. Eine Minute. Überleg wirklich mal, was nervt dich und wie musst du eigentlich denken, dass es dich nervt? Eine Minute ab jetzt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Die anderen Social Media Kanäle findest du hier. Ja, und andere Videos werden dir hier auch irgendwo eingeblendet. Solltest du allerdings nicht nur für dich Infos suchen, sondern diese Infos auch an andere weitergeben wollen, dann guck mal auf www.starkauchohnemuckis.de vorbei. Wir begleiten dich dabei, Kinder zu stärken, nebenberuflich oder hauptberuflich. Du lernst von uns alles, was du brauchst, um einen Unterschied auf dieser Welt zu machen. Lass uns gemeinsam dafür antreten, Mobbing in 3 Generationen aus dieser Gesellschaft zu verbannen. Lass uns mehr Liebe in die Welt hineinziehen, denn das ist bitter nötig. Sprich mit unseren Ausbildungsberatern, schau dir die Webseite an, starkauchohnemuckis.de.